Unsere Kanzlei gibt es schon über 60 Jahre. Sie hat sich in dieser Zeit Schritt für Schritt zu einer immer größeren Einheit mit immer professionelleren Organisation entwickelt. Das Besondere an HNP ist, dass wir eigentlich, glaube ich, eine sehr familiäre Atmosphäre in der Kanzlei haben, obwohl wir stark wachsen oder gewachsen sind in den letzten Jahren. Also wir sind aus meiner Sicht eine Kanzlei geblieben, wo sozusagen, wo es auch noch menschelt, wo man sozusagen weiß, wie wer heißt, wer wo sitzt. Weil ich schon das Gefühl habe, dass wir sehr gute Qualität liefern. Und das ist was, was sich wirklich nie geändert hat über die ganze Zeit hinweg. Also ich bin vor 24 Jahren hergekommen, da war das nur ein relativ kleiner Haufen. Ich glaube, es waren 5 Rechtsanwälte damals tätig. Mittlerweile sind wir, glaube ich, 27, 28. Und dieser Anspruch hat sich nie geändert. Ja, das Besondere an unserer Kanzlei ist, dass einerseits Loyalität ganz groß geschrieben wird, auf allen Ebenen, das heißt Unterstützung und sich reinhauen, wie man so sagt, für die gemeinsame Sache. Auf der anderen Seite aber Platz für jeden ist, dass er auch seine Individualität ausleben kann in einem großen, lustigen Gemeinsamen. Anfangs haben wir gedacht, es wird total streng und total stressig und passe ich überhaupt ein mit meiner Kleidung, und es ist viel lockerer als gedacht auch. Wie man mit den Partnern und den Anwälten umgeht, das ist ganz anders als erwartet. Wir haben ein richtig gutes Betriebsklima. Wir als Haslinger Nagele sind eine Wirtschaftskanzlei, die sehr viel Wert darauf legt, dass wir nahe am Pulsschlag der Wirtschaft sind. Und man muss ohnehin bei uns dazu sagen, dass die Tätigkeit eine österreichweite ist. Wir haben sozusagen 2 Standorte, von denen wir aus Österreich betreuen, aber die Betreuung geht vom Burgenland bis nach Vorarlberg. Für uns ist wesentlich, dass wir die Partner von vornherein als Partner betrachten. Trotz aller unterschiedlicher Persönlichkeiten, die hier herumschwirren, doch dieser einheitliche Geist, eine gewisse Bodenständigkeit, der Umstand, dass hier viele unheimlich gescheite Leute unterwegs sind, die aber trotzdem irgendwie cool sind.